Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Letztes Mal sind wir so ein bisschen, haben wir ein bisschen Story verfolgt und können jetzt in ein neues Gebiet. Das werden wir auch tun. Ich würde nochmal ganz schnell gucken, bevor wir rausgehen, weil wir sind relativ voll. Das ist mir aufgefallen das letzte Mal so ein bisschen an Items. Wir können bloß noch eins mitnehmen an irgendwas. Nee, stimmt doch. Ein Slot haben wir frei. Vielleicht können wir ein bisschen Sachen verkaufen oder so. Ich weiß nicht genau, ob wir alles brauchen davon. Ich meine, die sind ja super praktisch und so, die ganzen Sachen. Gerade Glanzstein und so. Wir müssten mehr Aprikokos irgendwie finden. Das wäre auch cool. Ich weiß nicht genau, vielleicht können wir irgendwas verkaufen oder so. Mal gucken. Ich würde erstmal, bevor wir gehen... Außerdem hat der Typ noch eine Quest hier vor uns. Und vielleicht gibt es da noch was Interessantes. Sei gegrüßt, werter Kunde. Sei gegrüßt, werter Taizo. Dir wäre es doch sicher genehm, wenn ich neue Waren zur Verfügung hätte, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Ich wusste doch, dass es so ist. Es ist nur so, dass das Tao Hua mir seine Ware einfach nicht in großen Mengen verkaufen will. Was auch immer ich sage, nichts hat bisher geholfen. Würdest du zwischen uns vermitteln? Nimm 3 Ehren Mutterreis als Geschenk mit. Dann wird er sich hoffentlich wohlwollend zeigen. Ich verlasse mich auf dich. Okay, Nachfrage nach neuen Waren. Okay, ich weiß nicht, wer Tao Hua ist. Bring Tao Hua, dem Kommandanten des Produktionstrupps, ein Geschenk und verhandle mit ihm. Den kenne ich noch nicht mal. Aber okay, das mache ich wohl. Oh, entschuldige, wolltest du etwas kaufen? Ja, nee. Kann ich etwas verkaufen, mein Lieber? Tasche, Lagerkiste. Ah, ich kann ja auch Sachen lagern, stimmt. Das ist natürlich... Das hatte ich vergessen, dass das geht. Kann ich das auch von zu Hause aus, bloß mal Interesse halber, weil ich will jetzt nicht unbedingt bei ihm Sachen einlagern. Nicht, dass er da nicht mehr ran kann nachher oder so. Oder dass der wegzieht oder irgend so eine Scheiße. Weil hier ist doch auch eine Lagerkiste, oder? Ja, cool. Das ist natürlich geil. Pass auf, dann nehmen wir jetzt so Sachen hier wie Eisenbrocken. In die Lagerkiste. Funkelhonig. Das ist voll cool. Dann können wir nämlich so ein bisschen Platz schaffen und nur das Nötigste dabei haben. Ätherkraut, diese so Items benutzt. Okay, wir können auch wahrscheinlich von hier aus hoffentlich dann craften, oder? Ich denke mal schon. Schwertling, alle verschieben. C-Pilz, manchmal weg. Lehmball, manchmal weg. Das Holz würde ich mal verschieben. Fitlauch würde ich mal noch aufheben, können wir noch gebrauchen. Und die Beeren würde ich vielleicht auch noch mitnehmen. Wir hatten ja jetzt... 5 Schwerbälle haben wir hergestellt. Wir könnten noch ein paar mehr herstellen, theoretisch. Für schwere Pokémon. Ich weiß nicht genau, also 15 von diesen Schwarzglanzsteinen halten wir noch. Was ist das hier mit den Gammelbären? Löchrig Aprikoko. Wird diese in Pokémon geworfen, macht sie schwerfälliger und... Ich weiß nicht, ob wir das benutzen. Oft, ich glaube nicht. Oder ich würde das mal einlagern. Vielleicht. Ja. Okay. Wie viel Platz haben wir eigentlich hier auf der Lagerkiste? Oh lol, wir haben voll viele Lagerkisten. Guck mal. Wir können voll viel Stuff. 6 Stück. Okay. Voll gechillt. Kann ich die... Warte mal. Ich würde die mal kurz verschieben. Und dann wieder aufnehmen. In der Hoffnung, dass ich die mal so ein bisschen... sortiere. Genau. Dann haben wir nämlich das zum Beispiel. Wenn ich das noch verschiebe und die... Nana-Bären auch noch verschiebe. Dann müsste das eigentlich cool sein, wenn ich das wieder zurückhole. Genau, jetzt habe ich es nämlich gut sortiert. Jetzt ist das oben alles so ein bisschen angereiht. Und jetzt habe ich einige Slots wieder frei und kann wieder ein bisschen was sammeln. Cool, ich hatte vergessen, dass ich das habe. Cool. Das hilft natürlich sehr. Okay, dann würde ich erstmal rausgehen, bevor wir die an weiteren Quests annehmen. Vielleicht macht es mehr Sinn, die Quests anzunehmen vorher und dann rauszugehen. Aber wir können das Stück für Stück machen. Ich würde dann auch mal vielleicht eine Folge mit nur Nebenquests machen und so. Aber ich würde erstmal in der Hauptstory so ein bisschen voranschreiten. Du verlässt das Dorf, dann gib gut Acht auf dich. Okay, cool. Wir können jetzt hier nach ganz rechts. Das ist das rote Sumpfland. Und ich würde sagen, wir hören auf zu quatschen und reisen los. Ich bin gespannt auf die Pokémon, die wir treffen. Wir haben jetzt auch einige Pokébälle wieder. Ich hoffe, dass die ausreichend sind, so. Okay, das sieht schon voll interessant aus. Und das Coole ist, dass wir Damir Tech, Damir... Ich weiß nicht, Damir Plex-Entwicklung...
jederzeit rufen können und damit schnell reiten können. Das ist cool. Das hier ist das Rote Sumpfland. Hier gibt es unter anderem Pokémon, die Gift einsetzen. Na, wie scheiße, wir bräuchten Gegengift dann vielleicht. Ich habe von deiner Mission bereits gehört. Zu den Ruinen des Trosts geht es da entlang. Okay, jetzt gibt es uns bestimmt einen Questmarker. Aber ich würde mich erstmal erkunden so ein bisschen. Das ist mal voll cool. Okay, also einfach nur geradeaus, theoretisch. Niemand weiß, wann und wo Verzerrungen des Raumzeitgefüges auftreten. Ich werde zunächst einmal im Sumpfland danach Ausschau halten. Es wäre schön, wenn man sie einfach auf der Karte sehen könnte. Verzerrungen des Raumzeitgefüges sind gefährliche Orte, an denen mächtige Pokémon lauern. Wenn du aber mutig genug bist, sie zu betreten, kannst du dort auf seltene Pokémon oder Items stoßen. Okay, das ist voll cool. Dann widmet euch mal voll und ganz der Pokémon-Forschung, ihr zwei. Aber passt auf, dass ihr euch nicht übernehmt. Falls euch die wilden Pokémon zu stark sind, sucht vielleicht mal den Übungsplatz auf. Dort kann Belila dafür sorgen, dass eure Pokémon starke Attacken lernen. Übungsplatz, stimmt. Okay, wir müssen vielleicht ein bisschen grinden. Ich glaube nicht, dass unser Team großartig stark ist, aber wenn wir hier Sachen fangen und, keine Ahnung, Stück für Stück Sachen machen, werden wir ein paar Pokémon finden. Da hinten sehe ich schon Knospi wackeln, voll cool. Okay, cool. Dann lass mal hier so erstmal ins Gras schleichen und so ein bisschen Ausschau halten nach Pokémon, die es überhaupt gibt. Das Knospi da zum Beispiel. Das könnten wir theoretisch anlocken und dann mit Sichlor vielleicht ein bisschen schockieren. Das könnte klappen. Wenn wir nicht einfach nur einen Pokéball werfen. Lass mal ganz kurz gucken. Wir haben ja hier so ein paar Beeren. Wir möchten das mal so ein bisschen näher ranlocken, vielleicht. Weiß nicht, ob das Knospi da auch. Ja, springt an. Es kommt angewackelt. Sehr gut. Ich hoffe, ich kann es anvisieren. Ja, kann ich. Sehr gut. Dann würde ich sagen. Ups. Jetzt würde ich auf den Pokéball gehen. Genau. Und dann einfach. Ups. Werfen. Scheiße, daneben. Nochmal, werfen. Scheiße, daneben. Ein Stückchen höher. Mann, bleib hier. Jetzt ist es abgedüst wieder, weil ich nicht klarkomme mit der Scheißsteuerung. Okay. Knospi, guck mal hier, ist eine leckere Beere. Hier, nimm sie. So, dann auf den Pokéball. Jetzt ist Knospi weg. Ich komme voll klar in der Welt von Legenden Arceus, gar kein Problem. Hier, sich noch mal bei den Steinen da kaputt, bitte. Dankeschön. Gab's noch Schwarz, den ich rumziehst. Cool, das ist auch voll schön hier, das Feld. Ah, da ist noch ein Knospi. Okay, das hat mich noch nicht gesehen. Da können wir näher ranschleichen auch. So, jetzt aber hier der Pokéball. Zack. Knospi! Das Coole ist, es ist ein Pflanzen-Pokémon. Pflanzengift auch. Und wir haben aber jetzt schon ein Pokémon, das Typ Pflanze ist. Team sogar mit unserem Starter. Bei Tageslicht gefangen. Okay, das war sogar eine Voraussetzung. Okay, ich würde hier nochmal so ein bisschen rumstromern. Ich finde es voll schön. Da ist noch so ein Knospi. Das können wir uns auch noch schnappen. Eventuell. Ja. Nee. So. Müssen wir so ein bisschen. Ups. Ein bisschen höher ziehen. Ja. Der Baum da hinten wackelt wie verrückt. Da ist bestimmt wieder ein Pokémon drin. Das gucken wir uns auch mal an. Was ist das da auch für eine Blume? Hier sind wieder Enton. Okay. Vielleicht sollte ich mal kurz gucken auf die Pokémon, die wir dabei haben. Ich würde mal vielleicht Luxio, Arboretos. Das ist einfach ein komischer Name, Arboretos. So. Erstmal kurz gucken, dass wir hier gegen den Baum rumsen. Denn. Oh, nice! Bomi. Das ist aber ein anderes, als das, was wir schon haben. Deswegen würde ich mal versuchen, das zu fangen, wenn ich könnte. Keine Luftattacke mit Blattwerk, würde ich sagen. Und es haut immer ab. Immer weiter. Hallo? Ah, ich kann die Kamera auch drehen während des Kampfes. Cool. Das hilft natürlich. Okay. Offensivkraft. Vielleicht noch ein Blattwerk drauf, aber im Agi-Style. Im Kraft-Style-Blattwerk wäre vielleicht auch nicht das Problem gewesen, so. Na gut, das ist nicht sehr effektiv, aber das ist okay. Pepatrutz sollte reinhauen. Nee, geht voll. Lass mal ein Kraftblattwerk nochmal machen. Das sollte eigentlich nicht sterben daran. Hoffe ich. Ja. Pepatrutz. Gut, das überleben wir. Und dann würde ich einen Pokéball werfen. So. Einsetzen. Bitte. Zack.
Wir haben jetzt schon einen Bomi gefangen, aber das ist nochmal ein anderes. Bomi hat verschiedene Typen. Cool. Ich hab's noch eine Vitalknospe und eine löchrige Aprikoko von. Für. Apropos Aprikoko, wir können ja jetzt nochmal Bälle herstellen. Ich würde nochmal Schwerbälle machen, so ein bisschen. Wenn wir kurz daran gehen, herstellen und dann Schwerbälle. Können wir nochmal 9 Stück machen. Cool. Nice. Die werden irgendwann sich auszahlen, bin sicher. Oh Leute, was ist das? Ein Enton. Wieso hört sich das so an? Oh scheiße, jetzt ist es aggro. Okay, dann kämpfen wir. Wir können es auch einfach besiegen, bestimmt für den Pokédex. Scheiße, ich habe vergessen, meinen Arboretos zu heilen. Egal, wir könnten es mit Luxio einfach niedermetzeln, schnell. Sollte auch ganz gute XP geben. So, einfach ein Kraft-Donnerschock. Mit voller Kraft einfach geschockt, bitte. Nice. Und dann würde ich kurz einen Beleber rausholen für meinen Starter. Aber offenbar kriegen sie auch XP, wenn sie besiegt sind, was irgendwie ganz cool ist. So, wir haben genug Beleber da. Kriegt Arboretos ein. Okay. Und dann gibt es noch einen Trank. Normaler sollte reichen. Ja. Okay. So, da mein Enton. Was gibt's noch? Da hinten ist noch was Neues. Oh mein Gott, das ist ein Venuflibis. Oh mein Gott. Das ist volle starke Pflanzen-Pokémon. Und auch relativ selten, Mann. Komme ich da ran? Scheiße, ich müsste auf die andere Seite. Versuch das mal. Ist das aggro? Ich glaube aber nicht, ne? Nee, Mann. Scheiße. Ein Stückchen näher. Oh, bleib drin, Mann. Das wäre voll cool. Ja! Cool. Das ist voll geil, Mann. Und wir haben auch voll viele neue Attacken hier auf Sichlor und so. Warte mal, lass mal kurz gucken. Attacke verwalten. Luftschnitt. Okay. Wir könnten Luftschnitt lernen. Ich weiß nicht genau, was da besser ist. Ich würde vielleicht... Aeroas hat 60 Stärke. Luftschnitt hat 75. Ich würde das mal tauschen. Okay. Ja. 1, 2 und schwupp. Sich Leute Attacke vergessen. Okay, das ist aber auch ein bisschen ungewohnt, dass man das so macht. Aber... Ich gucke jetzt mal bei den anderen noch. Okay, hier gibt es nichts Neues. Zauberblatt. Natürlich, das ist was Neues. Zauberblatt wäre cool. Ich weiß nicht, ich würde Windstoß rausnehmen. Wir haben ja Aeroas auch. Und dafür Zauberblatt reinnehmen. Okay. Das Coole ist, du kannst halt auch die alten Attacken wieder raus... Also, wieder lernen im Endeffekt. Das ist jetzt nicht dauerhaft. Das ist eigentlich ein cooles System. Und bei Luxio gucke ich nochmal ganz kurz rein. Weil ich habe da ewig nicht reingeguckt. Okay, gibt es nichts Neues. Ja. Barmelin. Wasserdüse, Aquavelle, auch nichts Neues. Papinella. Oh cool, hier siehst du Stachelsporn und Silberhauch. Siehst du, das ist eine Käferattacke. Stärke 60, sind nicht schlecht. Lass mal das nehmen für Tackle. Und Stachelsporn ist auch nicht verkehrt. Das würde ich für Eisenabwehr nehmen. Das ist voll gut. Nice. Dass ich da jetzt erst drauf gekommen bin, ey. Das ist halt auch voll ungewöhnlich für ein Pokémon-Game. Aber das macht es irgendwie auch cool. Attacken verwalten. Hier gibt es nichts Neues. Okay. Okay, nice. Fand ich jetzt richtig gut. Wir haben immer noch ein paar Slots offen. Das heißt, wir können noch ein bisschen Zeug finden. Wie das da hinten zum Beispiel, diese violette Blume. Schutzblume, okay. Die brauche ich auch für irgendwas. Weiß nicht mehr für was. So, was war denn da hinten? Da war noch irgendein Pokémon, was da rumgekrebst ist. Wir müssen sowieso, wir müssen in die Richtung nach rechts, aber ich würde mich erstmal so ein bisschen umgucken. Ist das noch ein Paras da hinten, was da gerade rumgebackt ist? Nee, das ist ein... Doch, das ist ein Paras. Okay. Ja gut. Das haben wir nun schon. Mehrfach.
Aber da hinten ist noch ein Pikachu, sehe ich. Oh, das ist so cool, das macht so Spaß, ganz ehrlich. Lass mal ganz kurz ein bisschen schneller durchreiten und gucken. Warte mal, ich nehme hier noch das Dings mit. Schutzblume. Ich will halt auch nicht alles aufschrecken unbedingt, aber ich will mich auch ein bisschen umgucken auf jeden Fall. Wenn wir schon mal in das Gebiet können, warum nicht? Was hilft für ein Lagerfeuer? Untersuchen. Ja, hat ein Lagerfeuer gemacht. Okay. Kann ich mich da hinsetzen? Nö. Es regnet jetzt auch. Ich kann jetzt auch kein Lagerfeuer anzünden. Okay, hier können wir nochmal so eine... Ups. So eine, Dinge sammeln. Landsteine. Und auch Vitalknospen. Ist auch so sinnvoll. Aber so Aprikoko-Bäume sehe ich jetzt gerade nicht. Vielleicht nehmen wir noch das Pikachu mit, wenn wir können, oder ist es jetzt abgehauen? Nee, da ist es. Warte, kann ich das anvisieren? Ja, kann ich. Gut, dass es stillhält. Ich hoffe, es bleibt einfach drin. Nö. Aber dafür wird es angreifen. Gut, mit wem gehen wir da entgegen? Ich würde sagen mit... Au. Ja gut, nicht mit Zubat unbedingt. Machen wir es so, was soll's. Arboretus. Ist natürlich auch Typ Flug, aber auch nicht ganz. Deswegen ist es nicht unbedingt geschwächt. Ich würde Zauberblatt mal versuchen. Aber, oder wir machen ein Kraftblattwerk einfach mal rauf. Zauberblatt haben wir jetzt noch nicht gemeistert. Ja, cool. Donnerwelle. Ich würde es jetzt nochmal versuchen zu fangen, vielleicht. Ein Pokéball, bitte. Krass, Mann, das mit den Pokéballen ist krass. Du verbrauchst die wirklich heftig. Wir brauchen echt mehr. Okay, es hat geklappt. Sehr schön. Cool, gab gute XP. Leichtexemplare gefangen. War auch nochmal ein Eintrag für den Pokédex. Ich würde allerdings gerne wissen, ob ich irgendwie was tun kann gegen die Paralyse von Arboretos. Oder ist die jetzt schon aufgehoben? Die sieht nicht mehr so aus, als wäre der noch paralysiert, oder? Okay, das ist offenbar nur temporär jetzt. Das ist nicht mehr dauerhaft. Okay, das geht ja klar. So, das Paras, das können wir eigentlich noch schnell killen. Für die XP einfach. Mit so einem Kraft-Aero. Ach ne, geht nicht Kraft-Aero. Egal, ein normales Aero hast. Sollte reichen. Cool. Aber wir müssen dringend aufleveln, so ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, dass wir dahin gehen müssen. Da ist noch ein Pokémon unter dem Stein. Bestimmt ein Kleinstein wahrscheinlich. Wir können mal reingucken. Ja. Jetzt einfach killen. Level 24. Das ist eigentlich relativ hoch. Voll cool. Und Zauberblatt mal. Nice. Gut, da gab es noch Wandsteine für. Da hinten sind wieder Aprikokos. Da könnten wir mehr Pokébälle herstellen. Das ist ganz cool. Das ist ein Zupurze. Das ist nicht so interessant. Das hatten wir eigentlich schon komplett. Anton. Auch nochmal. Fünf Aprikokos, die zerpurzen, sind mir jetzt egal. Sollen sie halt wegrennen. Anton auch. Weiß nicht genau. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da hoch. Okay. Ich würde mich aber voll gerne umgucken. Das ist noch ein Vinuflibis. Und irgendein Pokémon hat mich gerade entdeckt. Weiß nicht genau welches. Oh, das Anton! Ja, ist ja gut, Anton. Reg dich ab. Das können wir auch nochmal besiegen, das ist nicht so schlimm. Einfach ein Zauberblatt drauf und dann gib ihm. Cool. So, ich mag, dass alle Pokémon XP bekommen davon. Ich weiß nicht, was wir mit Vinuflibis machen. Ich glaube, wir müssen kämpfen. Ich würde es mal mit Zubat angreifen. Ich weiß gar nicht, Zubat hatte gar keine Flugattacke, oder? Doch, Windschnitt, okay. Windstoß auch.
nur meine Nose drauf. Aber wir wissen ja, dass es nicht mehr so viel bringt, dass es trotzdem angreifen kann. Ah nee, okay. Wahrscheinlich nur in Rage hat es dieses Problem. Okay, wir machen mal einen... Oh, den normalen Windstoß. Ich würde eigentlich einen Kraftwindstoß machen. Starre Spore. Super verfehlt. Siehst du, es greift ja trotzdem an. Das ist halt voll komisch. Ich würde es nochmal fangen. Einfach für den Pokédex. Und ich hoffe, wir haben genug Platz in der... in der Ranch, in der Pokémon Ranch da, dass da irgendwie genug Pokémon aufbewahrt werden können. Und ich habe gerade gesehen, Zubat kann sich entwickeln. Das werden wir auf jeden Fall mal machen, schnell. So, kleinen Moment. Auf das Zubat und dann bitte entwickeln. Ja, cool. Das heißt, wir haben ein Golbat gleich. Und wenn es genug Freundschaftslevel hat, dann müssten wir eigentlich auch X-Part relativ schnell kriegen. Ich weiß nicht genau, wie lange das dauern wird. Mal gucken. Aber es wird uns dann angezeigt, wenn die Entwicklung möglich ist. Cool. Danke für Golbat. Können wir nochmal uns angucken kurz. Ein nettes Golbat. Gift und Flug. Attacken sind soweit okay. Gesenkter Angriff ist ein bisschen nervig. Erhöhter Spezialangriff. Ja. Gesenkter Angriff ist nervig. Nach wie vor so. Ich wünsche, das könnte ich ändern, aber geht wohl nicht. Egal. So, Exemplare, die sich entwickelt haben, cool. Das war auch nochmal ein Eintrag. Mann, ich will aber noch. Ich will noch ein bisschen rumgucken hier. Ich mach das auch. Da sind nochmal genug Flibis. Es muss doch noch eine Pokémon-Art geben, die wir noch nicht gesehen haben. Hohlbeeren, okay. Komm, wir gucken hier nochmal runter schnell. Ich will noch nicht weitermachen. Irgendwie. Aber Kokos sind auch wichtig. Das ist auch nochmal ein Rundblatt, okay. Du weißt, was hier unten gibt? Guck mal, hier unten sind ganz viele Grasbüsche, da muss doch auch Pokémon geben dafür. Irgendwie habe ich das Gefühl. Guck mal da hinten! Das ist ein Tangolos, oh mein Gott. Das ist natürlich ein Boss-Pokémon. Und wir haben ein Team aus lauter Flug-Pokémon, das wäre eigentlich gar nicht schlecht, das könnten wir machen. Und es wäre voll cool, wenn wir das hätten. Die Frage ist nur, ob wir das überhaupt fangen können. Tangolos sollte aber relativ schwer sein. Das heißt, so ein Schwerball sollte eigentlich greifen. Wir sollten mal gucken, ob wir nochmal schnell was herstellen können davon. Ups. Und dann würde ich das mal versuchen anzugreifen. Dann machen wir das die Folge jetzt. Und dann gehen wir das nächste Mal weiter einfach. Guck mal, wir können 11 davon herstellen. Nice. Warum nicht? Dann 11 Stück sollen es sein. Okay, lass uns Tangolos irgendwie attackieren. Ich würde das mal mit Papinella, mit Golbat ist eigentlich der Größte. Das Problem ist, Golbat sollte nicht unbedingt sterben, weil wir brauchen Golbats Freundschaft. Deswegen würde ich mal mit Papinella starten. Weil das erste Pokémon wird sehr wahrscheinlich draufgehen. Egal. Komm, hier los. Geil, Tangolos, Mann. Level 45. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Steinhagel, das war's mit Papinella. Oh mein Gott, das wird mich vernichten, dieses Tangolos. Das wird mich richtig killen. Egal, wir haben Sichlor. Sichlor hat Silberhauch, was eine Käferattacke ist. Auch stark gegen Pflanze. Das Ding ist, ich hätte gerne Tempo. Oder Kraft. Ich weiß es nicht genau. Lass mal auf Kraft gehen. Silberhauch. Das ist halt sehr effektiv. Okay, das macht gut Damage. Steinhagel sollte auch sehr effektiv gegen Sichlor sein. Wieso kann das Steinhagel? Das ist doch echt unfair. Das ist richtig kacke, Mann. Hm. Gut, Golbat. Ungern. Ich nehme Arboretos jetzt erstmal. So, das soll mal bitte... Ich meine, wir könnten auch einen Ruheort reinpacken. Das Problem ist, wir überleben halt auch keinen Steinschlag davon. Also Aeroast einfach nur. Was anderes geht nicht. Machen wir jetzt ein bisschen Damage. Tempotechnik, okay. Weiß ich nicht, das überleben wir nicht. Das ist einfach zu hart. Level 45, Mann. Uff. Okay,
Barmelin kann nicht viel ausrichten. Donnerstock kann nicht viel ausrichten. Golbat, Mann. Wir können eigentlich nur Golbat rausholen. Und hoffen, dass eine Hypnose... Aber das greift nicht, Mann. Hypnose würde auch nicht helfen. Gut, ich hau trotzdem... Ich hau mal eine Tempo-Hypnose raus. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber... Ich könnte es versuchen. Okay, es hat was gebracht. Es ist eingeschlafen. Schlafbruder, kriegen wir zurück auf einmal. Okay. Heißt das, ich kann da jetzt einen Pokéball drauf werfen? Ich versuche das mal. Bloß einfach, um zu wissen, ob es überhaupt funktioniert. Wir können hier mal Schwerbälle drauf werfen. Und gucken, ob es drin bleibt. Das wäre ja krass. Der hat sich befreit. Aber wir können auf jeden Fall Pokébälle werfen. Ich würde das gerne noch ein bisschen runterprügeln. Das Problem ist, das wird uns einfach wegkillen. Ich kann nur mit Glück kann ich versuchen, das zu fangen jetzt. Okay, lass mal einfach noch schnell mit Luxio versuchen, so ein bisschen Damage rauszuhauen, wie wir können. Einfach mit einem Kraftdruck zu piep. Paralysieren können wir es eh nicht gerade. Na toll, es hat ja gar keinen Damage gemacht. Energieball. Au. Okay. Uns bleibt jetzt im Endeffekt nur noch eine Chance. Und zwar Barmelin. Und das wäre... Das Pokémon bleibt jetzt in dem Pokéball. Was nicht der Fall ist. Es wird alle unsere Pokémon wegkillen. Auf jeden Fall. Okay, wir sind noch nicht bereit für dieses Tangolos, aber eines Tages wird es soweit sein. Es ist wütend. Okay. Es macht sich erstmal nur Statusdinger und jetzt greift es an und Barmelin ist natürlich raus. Okay. Kein kampffähiges Pokémon und wir sollten wegrennen. Na gut. Alle Pokémon besiegt, das ist natürlich scheiße. Egal, wir haben eigentlich genug Beleber. Ich würde die mal ganz kurz einsetzen, bevor wir irgendwie nochmal zurück müssen. Obwohl, wir sind eigentlich nicht so weit vom Lager weg, ne? Wir könnten eigentlich nochmal schnell zum Lager zurückreisen. Ja, das machen wir auch. Ruin des Trosts, weil das war nicht so weit weg. Das ist einfach nur einmal rüber. Ja. Und dann können wir uns da nämlich nochmal heilen, einfach. Indem wir hier mit ihm quatschen. Und zwar Pokémon. Guck mal, wir können ja auch Sachen einkaufen. Das ist auch cool. Erstmal ausruhen. Bis zum Morgen. Es ist eh nachts. Vielleicht macht es mehr Sinn, da morgens nochmal reinzugucken. Und da sind vielleicht andere Pokémon. So, jetzt sind alle wieder da. Sehr schön. Okay, das war vielleicht keine gute Idee unbedingt, gleich mit Tangolos zu catchen. Aber wir haben es gerade gefunden und gesehen. Ich weiß nicht genau. Ich weiß auch nicht, es ist halt auch voll interessant, wie weit dieses Gebiet runtergeht. Das Knospi hier ist schon mal voll das coole Pokémon. Ich hüpfe jetzt doch nochmal schnell ein bisschen weiter runter und gucke mir das nochmal an. Das Coole ist, ich kann halt einfach super schnell upspeeden hier. Oh, das wird jetzt ein Problem sein. Ich hoffe, ich komme hier nochmal raus. Ohne, dass ich ertrinke. Nee. Okay, da kommen wir auch bloß wieder zu Tangolos. Auf die Seite. Hä? Lol. Okay, hier bin ich. Gut, das ist jetzt nicht so erfolgreich gewesen. Ups. Ich hab den Papinella in den Abgrund geschmissen. Aber Eisenbrocken können wir auch nochmal mitnehmen. Wie komme ich da rüber? Über die Brücke. Ups. Was hat mich da angegriffen? Ah, das Parasek. Stimmt, wir hatten Parasek das letzte Mal nicht gefangen, ne? Wir könnten eigentlich versuchen, Parasekt zu fangen diesmal. Lass es mal angreifen. Das sollte eigentlich auch gut Damage kriegen von Windschnitt. Das Problem ist, ich will es nicht gleich töten unbedingt. Lass uns mal versuchen, einen Tempo-Windschnitt rauszuhauen. Ja, und da könnten wir eigentlich mit einem Pokéball gegen agieren jetzt. Spitzer tat weh. Ich hoffe, dass es in einem normalen Ball einfach drin bleibt. Ich habe jetzt eh noch kaum noch Pokébälle. Ich sollte unbedingt mehr herstellen. Brauche ich ein paar mehr Apfelkokos. Aber Parasek hatten wir nicht gefangen das letzte Mal. Deswegen hätte ich jetzt gerne eins. Cool, hat doch geklappt. Sehr schön. Ich habe nochmal Levelaufstieg und eine Attacke gemeistert für Papinella. Apropos, lass mal Papinella eben schnell ein... Ups.
einen Tränkelein geben. Und zwar so. Und dann machen wir das einfach. Oh, habe ich überhaupt noch einen Trank? Ja, hier. Weil es ist fast down. Das hat auch nicht ganz gereicht. Eigentlich hätte man ihm einen Supertrank geben können. Und das greift mich an, das Anton da hinten. Egal, ich lasse es mich einfach angreifen und ignoriere das jetzt und gehe einfach rüber. Das mit dem Venuflip ist voll geil. Aber ich wollte mich halt erstmal so ein bisschen umgucken hier in dem Gebiet. Und da gibt es bestimmt auch noch mehr zu sehen auf der Seite. Und das ist auf jeden Fall schön gemacht. Aber so von den Pokémon her ist es jetzt nicht so special. Wir werden immer noch angegriffen. Ach, Venuflip möchte Ärger. Okay. Dann lass es uns schnell weggehen, einfach. Das können wir einfach tun mit einem Windschnitt im Kraftstyle. Haben wir jetzt gemeistert. Können wir jetzt einsetzen. Sehr gut. Wir müssen Papinella eh ein bisschen leveln. Nicht das beste Pokémon, das muss ein bisschen mitziehen, auf jeden Fall. Na gut, Leute, hier sind wir angekommen. Ich weiß nicht genau. Sind wir jetzt schon so weit oder. Wollen wir uns nochmal umgucken? Da hinten. Das muss eine Zerpeise sein da unten, oder? Kann ich das sehen? Genau. Was ist denn das für ein Pokémon da? Ja. Das war Zerpeise. Okay, wir können das nochmal fangen. Ich weiß nicht, ob ich das eh schon hatte. Sieht so aus. Exemplar gefangen, ohne entdeckt zu werden. Okay, das war nochmal ein Eintrag. Ich hätte gerne nochmal irgendwie ein Pokémon, was mich voll weghaut jetzt gerade. Irgendwas, was voll cool ist. Hier können wir halt immer hin und her gehen, aber von der Seite kommen wir auch, ne? Ich meine, das ist so ein bisschen in drei Gebiete aufgeteilt. Hier gibt es halt so ein Teil mit Paras und da war Pikachu da oben. Aber jetzt sind bloß noch Paras da, offenbar. Und diese Pilze hier sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Vielleicht ist das Feuer jetzt irgendwas, was zu einer anderen Tageszeit was auslöst. Keine Ahnung, vielleicht nachts, wenn es nicht regnet oder so. Aber hier kommt dann auch bloß eine Sackgasse, da geht es dann auch nicht weiter. Ich glaube, da kannst du dann erst weiter, wenn du irgendwie hier mit dem Fluss, über den Fluss kannst, so richtig. Das kommt später bestimmt noch. Aber für den Moment können wir, glaube ich, nur geradeaus weiterlaufen. Dann machen wir das auch. Ich meine, wir können ja nochmal mit dem Parasier kämpfen. Das würde ich gerne vielleicht dann noch mal machen. Einfach zum Aufleveln. So, einfach ein Windschnitt im Kraftstyle sollte regeln. Also es ist eigentlich cool animiert. So, und ich mag, dass es so nahtlos ineinander übergeht zwischen Kampf und. Ja, halt Umgebung, Echtzeit. Und du halt nicht diese Transaktion hast jedes Mal. Normaler Windschnitt sollte auch reichen. Und dieses Kampfmenü. Das ist halt voll cool gemacht. So, Levelaufstieg gab es auf Luxtra. Hier sind noch Bären im Baum. Die können wir noch mitnehmen. Und dann würde ich mich einfach zur Story begeben. So, Zerpurze. Können wir noch angreifen. Wenn es nicht flieht. Es könnte natürlich sein, dass es abhaut. Oh Gott, das arme Ding ist erst Level 7. Ja, dann machen wir es einfach schnell, kurz und schmerzlos. Okay. So. Ich lasse es einfach abhauen jetzt. Fängt es an zu stürmen. Ich weiß nicht, ob das Wetter auch beeinflusst, welche Pokémon auftauchen. Sieht auf jeden Fall atmosphärisch aus. Ist auch voll cool, wie der Wind so durch das Gras weht und so. Also schon schön gemacht. Auf jeden Fall, ich finde die Welt so manchmal ein bisschen leer, muss ich sagen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass, keine Ahnung, dass wir noch nicht so viel gesehen haben. Da gibt es auch noch mehr, was wir entdecken können. Also, für heute sage ich erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir haben uns erstmal den Sumpf so ein bisschen angeguckt. Wir haben bestimmt noch nicht alles gesehen. Da gibt es bestimmt auch mehr Pokémon, die wir entdecken könnten. Da hinten zum Beispiel, dieses Gebiet mit den Pfützen und so. Das würde ich gerne mal abreiten, so ein bisschen.
Aber das können wir auch nächstes Mal machen. Bis dahin, bleibt gesund und gehabt euch wohl. Wenn euch die Folge gefallen hat übrigens, dann lasst mir ein Like da und falls ihr ganz neu seid auf dem Kanal, dann smasht den Abo-Knopf und dann sehen wir uns das Öfteren. Bye bye. Tschüss.